Twitch. Wieder mit Path of Exile. Wieder mit meiner Golem-Hexe. Wieder in der Blightliga von Path of Exile. Und ich habe noch gar keinen Plan, was wir heute machen. Ich bin gerade dabei, jetzt schon mal die Golem zu beschwören, weil das ja, da war ich ja, das letzte Mal habe ich ja mal geschlummt, habe das nicht rechtzeitig gemacht. Mussten wir am Anfang des Streams machen. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Ich bin schon dabei. Ah, hetz mich nicht. Ja, wir wollen mal schauen. Was machen wir heute? Ich habe noch gar keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich noch überhaupt gar keinen Plan, was ich heute eigentlich machen will. Wir müssen ja noch ein paar Maps, müssen wir auf alle Fälle machen. So, und wir sind ja noch diverse, die da noch irgendwie offen sind. Ich glaube, wir machen mal noch ein paar Dreier-Maps, habe ich mir gedacht. Das wäre ja vielleicht nochmal eine Variante. Küstekarte wäre doch schön. Mausoleum-Karte ist eine schöne Karte. Wüste-Karte, dass wir die vielleicht machen, aber nicht die unidentifizierten, sondern dann würde ich die schon gerne irgendwie eine goldene oder so machen. So, ich könnte natürlich jetzt auch hier, da fehlen mir noch welche, da fehlen mir auch noch welche. Ich könnte natürlich auch die Flachlandkarte einfach nochmal machen, die geht auch ganz schnell. Oder die Kanalkarte ist ja eigentlich auch eine schöne Karte zum Einfachfarmen. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Oh, die ist neu. Die nehmen wir. Ich fange jetzt einfach mal mit der an. Weil sie neu ist. Nas, guten Abend. Willkommen. Romeo Today, guten Abend. Ich glaube, mit der Map fangen wir an heute. Heute machen wir, wir müssen ja notgedrungen noch ein paar Maps machen. Xerxes, hallo, Nuki, guten Abend. Und die hatte ich noch gar nicht, die überflutete Minekarte. Ich überlege gerade, ob ich die vielleicht doch golden machen soll. Ist mal immer schön mit dem nicht identifiziert. Fummelwichtel, hallo! Austin, Namend! Könnte ich ja mal machen, ne? Oh, das ist schon letzte Woche so gewesen. Mit dem Stream. Also eigentlich so, ich sag mal so, momentan Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mal gucken, ob das so bleibt, aber das ist erstmal so der Plan. Der Schranzer, hallo. Lilifee, hallo. So. Ja, mache ich sie golden. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, vielleicht bringt mir das ein bisschen mehr. Sind ja mehr Mobs dann, aber ich habe ja vielleicht auch noch ein paar Fragmente, die ich opfern könnte. Nein, das nicht gewollt. Vielen Dank für den Hinweis. Super. So, jetzt aber. Habe mich umgeschaltet. Hab Aufnahmeeinstellung. Jetzt ist gerade umgeschaltet. So, jetzt müsste das auch gleich losgehen. Schreibt mal einer was. Los jetzt. So. Also, ich mache das jetzt so. Ich mache die, glaube ich, golden. Ich mache sie einfach mal golden. Habe ich denn noch irgendwie ein Fragment über? Ich könnte ja mal, welches fällt denn immer am meisten? Die sind eigentlich gleich. Ich pack da einfach ein Fragment mit dazu. Ja, jetzt geht's. Super, vielen Dank. Es läuft. Der Osti wieder. Revoluzer, Mann. Immer gegen den Mainstream, sowas. Also, ich glaube, ich mache die mal. Ich mache sie mal golden, komm. Ach, was soll der Geiz? Oh, mit physischer Schadensminderung. Mal gucken, ob mir das jetzt irgendwas hilft, dass ich das jetzt gemacht habe. Immerhin mehr Gegenstände, die packen wir auch noch mit rein. Gibt auch noch ein bisschen mehr Gegenstände. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, also zumindest, ich habe schon alle Golems da, einigermaßen gut vorbereitet. Zumindest zwei hatte ich schon, als ich den Stream gestartet habe. So, jetzt müssen wir nur noch die Zombies machen. War das schon immer so? So, jetzt müssen wir nur noch die Zombies wieder haben. Und dann bin ich ja mal gespannt, was wir denn heute Schönes finden hier vielleicht. Außer Identifikationsrollen, Portalen, Plattnerstück. Ich wollte mir ja eigentlich auch noch einen Lootfilter umbauen, aber gut. Welchen habe ich eigentlich?
So, immer noch den. Ja, ich finde den aber auch irgendwie, finde ich ihn noch gut. Meistens. Ja, 5%. So, das war ja noch nicht so erquicklich jetzt. Ein paar Maps wären natürlich schön. Die wollten irgendwie nicht so schnell sterben, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber die sind natürlich auch ein bisschen... die haben ja physische Schadensminderung, ne? Ganz gefährlich. So, Captain Karacho, hallo. Nicht meine, das ist meines Wissens nach das Einzige, was man so direkt dazulegen kann. Ansonsten kannst du dir ja nur diese Modifikatoren eben kaufen, die ja auch diverse Sachen eben machen. Wobei ich nicht genau weiß, welcher Modifikator welche Auswirkungen hat. Tropische Insel, aber ich glaube, die hatten wir schon, oder? Die tropische Insel? Die tropische Insel hatten wir auch noch gar nicht, oder? Oder hatten wir die schon? Captain Karacho, hallo. Ich weiß gar nicht, habe ich schon Hallo gesagt? Doch, ich glaube, ne? Na? Das Ritual der Elemente. Aber dazulernen irgendwie auch. Also, komm. Auch irgendwie ein bisschen dazulernen. Ich dachte, ich hätte meinen Auftrag dann schon erfüllt heute. Oh, oh, oh. Gut, ob man den ganzen Kram jetzt braucht, ist eine andere Frage, aber gut. Besser als wenn man nichts findet. Kann man ja auch, wenn man sie doppelt und dreifach hat, kann man sie auch super verkaufen. Gibt ja immer schön Schnitzelsphäre einer Sphäre, einer Alchemie, einer Alchemiesphäre. So. So meine ich. Ja, ich wollte eigentlich gerne am Wochenende wollte ich gerne so ein Bildguide Preview machen, weil der noch eine Stufe 90 ist. Der Bildguide, den kann ich ja erst machen, oder mache ich ja mal erst, wenn der Stufe 90 ist und noch höhere Maps laufen kann. Weil ich natürlich noch nicht endgültig weiß, aber wohl gefühlt würde ich mal sagen, sieht der ziemlich gut aus. Autsch. Und ich wollte eigentlich am Wochenende ein Bildguide Preview machen. Das ist ja dann vielleicht nicht ganz so strukturiert und übersichtlich, aber ja in etwa das gleiche, bloß ein bisschen anders. Und ja, ich glaube, da ist dann alles drin. Also ich sag mal, von der Theorie kann man ja auch unten einfach über diesen Link zu meinen Charts, da kann man sich den ja auch angucken. Aber in diesem Preview erzähle ich dann noch ein bisschen was dazu. Was, wieso, weshalb, warum ich das wie gemacht habe und glaube, dass das vielleicht richtig sein könnte. Na, Schwester Cassia? Ja, ist anders. Das ist halt, bei dem Preview ist das so, also erstmal zum Link, machen wir mal eine Reihe nach. Also Link kannst du gerne posten, habe ich keine Bauchschmerzen mit. Das gleiche aber anders, das ist tatsächlich so, also bei dem Preview nehme ich ja einfach alles 0815 auf. Und bei dem Bildguide, da schneide ich ja alles ganz explizit zusammen mit so einer Auflistung, welche Gemme wo rein und so. Canadian Z, hallo, guten Abend. Das ist, also ich sag mal, ist ein bisschen aufwendiger als der Preview, aber im Prinzip ist das Gleiche drin. Bloß ein Preview könnte ich eben nicht updaten. Das ist ein bisschen problematischer. Glaube ich so. Das war mal, zumindest war das mal der Plan. So, was haben wir denn da Schönes? Gibt es denn da irgendwelche Animosität? Bisher nur Eis? Gut, dann machen wir wieder Feuer, ne? Feuer geht ja immer. So, können wir eigentlich gleich dahin schon mal? Oh, da hinten ist noch, da kommen noch mehr. Dann machen wir doch hier auch einfach mal Feuer, ja?
So, jetzt geht's da langsam los. Ich warte noch. Also angeblich haben sie ja jetzt mit dem Update die Gegneranzahl verringert in den Blightmaps. So, mit dem Ziel, also die Leistung zu verbessern, klar, weil da natürlich echt viele Gegner dann ja waren. Und aber auch den Schwierigkeitsgrad gleich zu lassen. Das habe ich dann nicht ganz verstanden, wieso das. Das heißt ja, dass die einzelnen Mobs dann schwerer sind. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Da meine ich da guten Abend. Also die Mage Skeleton musst du bloß aufpassen, da hat sich auch was geändert. Ich weiß nicht, wie aktuell der Build ist, den du dir da geschnappt hast. Weil man ja nicht mehr diese drei Juwele braucht, man braucht ja nur noch eins. So, wo hockt denn hier der Endboss rum? Den habe ich doch noch nicht erledigt, oder? Nee, muss ja da oben irgendwie sein dann. Oder da hinten. Gehen wir erstmal nach da hinten, sonst muss ich wieder ganz zurücklaufen. Kann auch sein, dass der hier irgendwie ist. Nee, ist aber nicht. Ah ja, in der deutschen Übersetzung stand weniger. Weniger der Leistung wegen. Oder war das Spawn? Meinst du in der Spawn-Geschwindigkeit? Der war mir nur aufgefallen mit den Dings. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Relikkammern, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht, ob ich die schon hab. Oh, nicht mal mit. So, dann dürft 13. Die war mal kurz, die Map diesmal. Kam mir so kurz vor irgendwie. Ja, alles gut. Danke der Nachfrage. Ist bei euch allen auch alles gut? Auch mal gute Frage. Ja, macht das, Hummelwichtel. Fluppe, Abend. Ist ja schon Donnerstag. Woche ist ja schon fast rum, ne? Für einige haben ja morgen Nachmittag schon Wochenende. Oh, ich auch. Danke, Hummelwichtel. Danke gleichfalls. How are your maps? Was haben wir da denn Schönes gefunden? Plus 3 zur Stufe aller physischen Zauberfertigkeiten kennen. Verursacht aber keinen Elementarschaden dafür. Aha. Stay sane. Den habe ich bestimmt noch nicht gefunden. Ich glaube, den habe ich bestimmt noch nie gefunden. Das weiß ich nicht. Hatten wir den nicht sogar schon? Den haben wir schon. Was haben wir da noch Schönes eigentlich? Zauberschaden, physischer Schaden, Kälteschaden. Zauberschaden, Kälteschaden. Das ist ja ein super Ding. Eigentlich. Need a map. So, und das will weg, das will auch weg, das will mich leider verlassen. May your maps be merciful. So, war da mal Schönes dabei. Und die hatten wir natürlich schon, macht aber nichts. Ist ja eine schöne. Tropische Inseln sind ja schön. Da können wir gerne nochmal hin. Karten. Die machen wir erstmal weg. So. Warum ist das mit der? Ah, gut, die hatten wir natürlich noch nicht. Dann laufen wir die gleich als nächstes. Die ist sogar golden, nicht identifiziert. Mal schauen, was wir dann laufen wir die auch gleich. Komm. So, alles was wir finden, was wir noch nicht hatten, laufen wir. Bin ich ja mal gespannt. Wart ihr auf die nächste Blightmap irgendwie gefühlt?
Die müsste dann schon Stufe 2 sein. Ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, welche Monster ich alle schon erledigt habe. Das ist die. Ah, das ist die blöde Karte. Die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Aber trotzdem nicht gerne mag. Oder ich habe mich jetzt schon wieder vertan. So, so viel kann ich auch nicht. Eigentlich müssten wir auch noch mal ein bisschen in die Mine. Aber die Mine reizt mich irgendwie gar nicht. Also seit da der Liga mit der Mine... wo es ja wirklich nur um die Mine ging. Aber so... obwohl man da schöne Sachen findet, ne? Ja, wenn das irgendwie geht, das wäre schon schön. Nee, das ist gar nicht, was ich dachte, was es ist. Mal wieder. Ja, ich muss mir doch irgendwie tatsächlich mal irgendwie Screenshots machen. Dann weiß ich auch immer, welche Map was ist. Vielleicht noch Namen dazu schreiben, vorsichtshalber. Also ich weiß nicht, ich finde, das läuft heute ein bisschen ruckelig dafür, dass sie die Performance verbessern wollten. Oder es kommt mir nur so vor. Ich weiß gar nicht. Ich finde das auch mit der Liga dieses Mal finde ich es auch echt komisch. Wie schnell. Gefühlt läuft jede Liga ein bisschen schneller oder ist ein bisschen schneller vorbei. Also zumindest was so die Streams und so angeht. Sind einige schon komplett durch. Ratzfatz und schon wieder vorbei. So, leben eigentlich noch alle. Ich glaube, einen Zombie dürfte ich nochmal wiederholen. Ja, das könnte schon am Ziehen des Updates irgendwie liegen, ne? Aber eigentlich soll es ja besser gewesen sein. Geworden sein, alles. Deswegen weiß ich das nicht so ganz. So, ich sag mal, die Monster in der Mine gehen. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie weit man dann geht. Wie tief. Da werden die natürlich schon immer schlimmer. Aber ich glaube, da sind ja tatsächlich auch so eine Bleit-Herausforderung in der Mine irgendwie. So, wo geht's lang? So, sieht ein bisschen nach Feuer aus, wenn ich das richtig sehe. Feuer macht hier nicht so viel. Dann müssen wir ja Eis nehmen. Oh, da ist eine Map gefallen. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Die kann ich mir auch schnell holen. Bevor ich sie vergesse. Frage ist ja, in welche Richtung? Ach, da oben hin? Ja, das ist ja nicht so schlimm. So, die Portale kann man aber nicht angreifen, dass man die früher schließt, oder? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Nee, nicht einsperren. Dann möchte ich gerne das. Guck mal, da wollten sie sich anschleichen. Habt ihr das gesehen? Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich schwerer ist. Also die letzte war ja... ah, das ist gleich Schluss. Also die letzte war ja einfach nur ein bisschen, ich sag jetzt mal, strukturierter. Das war eigentlich ganz praktisch, weil man konnte sich immer mental ja ein bisschen mehr vorbereiten, konnte dann gucken. Da hat man versucht, so viele wie möglich zu erreichen. Die nachher, wenn man da in die Reiche gekommen ist, das war natürlich auch schon knackig. Also die... das ist ja das, ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie jetzt mit den Blightmaps. Es sei denn, da fällt noch irgendwie was, was noch härter ist. Also die einzelnen Legionsgebiete sind ja etwa wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit dem, was jetzt hier die Blightmaps sind. Wobei man da rumrennen konnte und ohne was zu reißen und ohne zu sterben.
Ja, aber das kann man hier ja theoretisch ja auch, wenn man den aus dem Weg geht. Die laufen ja wirklich nur diese Schienen da mehr oder minder ab. Und ich wollte sie gar nicht anquatschen. So, in der Mine waren das auch die Gefechte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr direkt. Davor die Synthese. Ja gut, da waren das diese Synthesekämpfe in diesen Spezialmaps. Die waren ja auch nicht ganz ohne. Also irgendwo ist da immer so ein hartes Ding mit drin. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, was man für einen Char spielt. Also der hätte hier jetzt, ich sag mal, in der letzten Liga hätte der überhaupt gar keine guten Karten gehabt. Also ich sehe das ja jetzt schon bei den paar wenigen Legionen-Begegnungen. Die laufen ja echt schlecht. Also Zombies machen ja da, was die wollen. Das macht aber eine Pause mit den Aufgaben. Oh, Monoforms. Guten Abend. Also vorher, die Zeit dauert eine Weile so. Das ist bei mir auch so, dass er erstmal reserviert irgendwie den Platz. Das dauert immer gefühlt eine Weile und dann geht's los. Das Ziehen geht nachher relativ schnell. Wobei ich es auch nicht über Steam mache. Ja, das könnte auch sein. Ja. Die Preise fallen gerade. Die Preise fallen gerade. Ich frage mich manchmal, ob das nicht doch irgendwie einer cheatet. Ich hatte die ja gekauft bei einem. Bei dem habe ich komischerweise zwei so eine Steine gekauft. Und haben wir die Map nicht schon gemacht, sag mal? Doch, die haben wir schon gemacht. Habe ich eben nicht richtig geguckt, scheint mir. Hatte mich schon gewundert. Na gut. Aber... Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt weiß ich das schon gar nicht mehr. Achso, mit den Steinen. So, und dann hatte der einen Tag drauf oder zwei Tage drauf, wo ich dann nach dem Anima-Stein nochmal geguckt habe oder nach dem einen, den ich da eben brauchte, nochmal geguckt habe. Da hatte der mit einmal, ich weiß nicht, 10 oder 15 von den Dingern. Und da habe ich gedacht, wie geht das denn? Ganz merkwürdig. Also, ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher. Es gibt ja wohl auch einige Tools, die bestimmte Sachen auch vereinfachen. Bloß wenn man sich dabei erwischen lässt, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Dann kann das wohl doch sein, dass man einen Bann bekommt. So, muss ich denn da hinten ganz lang? Oh. Kann aber auch nicht mehr schneller laufen. So da lang. Und darüber. Und darunter. So. Das war beim letzten Mal auch schon so, dass wir da noch einmal hinlaufen mussten, glaube ich. Ja, ich glaube, dass man die Einzelsteine, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, die kann man ja auch, in der Regel kann man sie ja günstiger einkaufen als den und den Anima-Stein dann, wenn man ihn selber zusammenmischt mit dem Händlerrezept, kannst du ihn ja auch noch teurer wieder verkaufen. Ja, finde ich auch. Oder wenn man, also Handel und so ist schon okay, das ist so, aber Cheaten war jetzt noch nie so meins. Das ist... Also wenn ich irgendwann nicht mehr weiterkam in irgendeinem Spiel, dann habe ich meistens, habe ich dann, was weiß ich, ich bin ja auch nicht der Lösungstyp unbedingt. Kaufen wollte ich auch nichts, obwohl viele hast du was, was ich jetzt inzwischen brauchen kann. Spinnhöhle haben wir aber schon, Wüste haben wir schon, haben wir alles. Verwildeter Schrein weiß ich nicht, aber die ist auch noch nicht so weit. Good luck with your maps. Machen wir erstmal die Maps weg. So, da und die pilzbewachsene Höhle. Und da. Learn anything new. Erhöhte waren zwei. Ach, Scheiße, was mache ich denn da? May your maps be merciful. So, da wollte ich hin.
So, ich habe aber gar nicht geguckt, was das für ein Buch war eben, was ich da hätte kaufen können. Was hatte ich denn da alles drin? Da muss ich nochmal gucken. Ja, hier ist noch ein bisschen was anderes, ne? Weil man mit bestimmten Sachen kommst du nicht weiter und dann kannst du mal was anderes ausprobieren, dann klappt das auch. Welche brauche ich noch? Ja, jetzt habe ich sie ja verkauft. Was auch immer das jetzt war eben. So, die wollte ich eigentlich verkaufen, aber die Maps habe ich doch behalten, ne? Was habe ich denn jetzt doch gerade verkauft? Ich weiß gar nicht. Geistige Verwirrtheit, totale. Drei Sachen gleichzeitig. Zwei sind schon manchmal schon schwierig. Also den brauche ich aber definitiv nicht mehr. Und ich glaube, obwohl... Ach, das könnte ja vielleicht... Ich bewahre die erstmal auf. Ach komm. Kiste ist ja groß genug, Gott sei Dank. Aber was war das für ein Buch? Ich hätte wenigstens mal nachgucken können, was das für ein Buch war. Korrekturpunktebuch. Wüsste ich jetzt gar nicht. Gibt es da ein Händler? Muss irgendwie schon. Ah, vielen Dank. Also spät ist er noch gar nicht. Achso, das kann sein. Ja, das kann sein. Aber die kaufe ich mir jetzt noch nicht. Da gucke ich mal erstmal, ob ich sie finde. Und dann gucke ich nachher, ob ich sie bei ihr kaufen muss. Weil das ist, du musst ja hier Gegenstände kaufen. Wir sind ja hier schon. Auch schon im Bereich, dass das Sphären der Möglichkeiten kostet. Das ist schon ein bisschen teuer. Ja, für Leute, die um 4 raus müssen, ist das schon. Ja, das stimmt. Aber ich bin ja eigentlich mehr so ein Nachtschattengewächs eigentlich. Von der Theorie. Wäre viel schöner. Ich müsste noch viel später arbeiten gehen. Noch viel später. So, wir machen ein paar Maps. So, ich wollte auch noch nicht runter in die Mine. Ich habe auch letztens gedacht, wir könnten eigentlich auch mal runter in die Mine gehen. Aber ich wollte auch nicht runter in die Mine. So, wir könnten aber mal schauen, ob wir die noch, ob wir da was Schönes hochtauschen können. Da haben wir inzwischen 6 Stück davon. Hier haben wir 5. Da haben wir auch 5. So, die können wir mal hochtauschen. Need a map? Vielleicht ist da noch irgendwie was dazwischen. Ich glaube nicht, aber... So, von den Symbolen sah das jetzt nicht so aus. Kraterkarte müsste ich schon gehabt haben, ja. Archimidengruft hatten wir, glaube ich, auch schon. Und Kanalkarte hatten wir auch schon. Hm. So, da habe ich jetzt erstmal nichts mehr liegen. Da will ich aber auch noch keine hochtauschen. Ich könnte die natürlich auch hochtauschen jetzt. Wir können das ja mal gucken. Obwohl sich die Kanalkarte natürlich relativ gut farmen lässt. Und dafür gibt es die Stadtplatzkarte. Die hatten wir noch nicht. Ne, die hatten wir noch nicht. Dann machen wir die. Und schwupp. Ein Monsterleben. 2 zusätzliche abtrünnige Verbannte. Achso, da wollte ich jetzt mal gucken eigentlich. So, Blightmonster. 38 haben wir schon. Gut. Abtrünnige Verbannte. Gut, das ist, das wird ja nachher wieder eine Jagd. Ne? Da werden ja wahrscheinlich wieder 2 Stück fehlen am Ende. So, schließt Karten mit doppeltem Boss ab. Das könnten wir sonst vielleicht auch nochmal machen. Öffnet Blight-Truhen, Befallene. Das, okay, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Da fehlt mir noch eine 4er-Map. Eine 4er fehlt mir da noch. Hast du eine? Ausgetrockneter See. Dann haben wir die nämlich auch schon mal weg. Komm, habt ihr das gesehen? Das hat Ewigkeiten gedauert. So, oder da gucken jetzt viele, dass die doch alle heute alle drin sind. Einzigartige, die waren ja letztes Mal auch in dieser Blightmap. Wie viel müssen wir denn von denen? 7 von 24. Oh, das ist ja wieder so ein, das ist ja wieder so ein Ding. Gut, dann machen wir jetzt als erstes, fangen wir mit der fangen wir erstmal an. Ja, fangen wir mit der an. Shugenya, guten Abend. Ich sag mal ja, im Zweifel ja. So, mit dem fangen wir erstmal an und dann gucken wir. So, Nummer 1. Ich versuche mal ein bisschen schneller durchzulaufen. Allerhöchste Konzentration. Allerhöchste Konzentration. Ich wollte eigentlich auch gerne Geistervilla-Karte. Hatten wir aber auch schon. Könnt ihr noch mal ein bisschen schneller machen? Gassenkarte? Weiß ich nicht. Gassenkarte hatten wir die schon. Ich glaube, die hatte ich noch nicht.
Plattnerstück nehmen wir mit. Definitiv. Einmal kurz zurück. Also nach der Blind Map kommt mir das alles hier so leer vor. So, wir haben auch schon wieder den nächsten Stufenanstieg bei. Hatte ich schon mal erwähnt, was ich als nächstes machen will? Nee, ne? Habe ich glaube ich noch gar nicht. Ich wollte ja eigentlich jetzt Leben und Energieschild ganz fleißig machen. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die hier wirklich schnell farmt oder ob sie langsam farmt oder... Ich kann das echt noch gar nicht sagen. Also das ist... Ich weiß nur, dass es gefühlt... So, dauert das Einpacken der Sachen auch so lange? Nein. Dass das gefühlt doch nicht so schnell geht wie mit so manchem anderen Char. So, dabei rennt die hier auch durch. Da war gerade ein Grafikbug, hatte ich so den Eindruck. Oh, 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 oh. Tada! Zwei haben wir. Blitz, Blitz. Alle gegen Blitz immun. Das ist ja irgendwie einfach. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Der kann dann ja auch gut verstärken, ne? Im Umkreis da, wenn man das so auswählt. Oh, da hinten ist noch einer aufgegangen. Sehe ich mal so gerade. Ja, das hätte ich auch mal früher sagen können. Da nehme ich aber ruhig mal Blitz. Ja. Ich glaube, die waren ja nicht immun da. Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Die sind gegen nichts immun. Oh, das ging jetzt aber fix. Ja, komm, mach ab, mach mal das. Also mit sich in Ruhe durchlesen ist da nichts. Oh, ein Tigerschwert. Nur das Einsammeln dauert immer so lange. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Ich glaube, ich muss doch mir den Lootfilter nochmal umbasteln. Dringendst. Damit ich ihn noch ein bisschen schärfer machen kann. Aber ich will auch nicht, also ich mag das nicht, dass mir gar nichts mehr angezeigt wird. Also gerade sowas wie Plattnerstück oder so, noch braucht man die ja vielleicht irgendwann. Wo man da auch diverse Sachen irgendwie verkaufen kann. Habe ich schon. 50 Monster sind da noch, die müssen da hinten sein. So, jetzt wird sie auch gerade ein bisschen lahm, dann gehen wir da mal rein. Gerade ein bisschen fußlahm. So, das ging schneller als das letzte Mal. Tatsächlich war beim letzten Mal wo richtig doch ein bisschen sauer. Ich weiß auch gar nicht, ob da mehr Items fallen, wenn die sauer ist. Oder ob das nur... Ob sie dann nur schwerer ist. So, da müssen ja trotzdem noch irgendwo ein paar sein. Und ich wollte das auch gerne mal mit diesem anderen Opfer noch mal vielleicht mal ausprobieren. Was macht der denn? Erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Es gibt ja noch den, der auch ja, Chaos-Schaden dazu fügt. Ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Würde das vielleicht noch mal ein bisschen verstärken. Das müsste ich dann direkt in diesem Tool mir noch mal anschauen. Path of Building. Ob die dann stärker werden. Die mache ich voll, Leute. Ja, das ist ja... hoffe ich. Das wäre jetzt echt hart. Das wäre wirklich
hart und würde mich auch ein bisschen, wenn das jetzt nichts wird heute. So, aber da haben wir auch ein paar Maps, haben wir da auch gefunden. Wahrscheinlich nicht die richtigen, aber wir haben welche gefunden. So, die Geistervilla-Karte, die hatten wir doch schon, glaube ich, ne? Ja. Und die Gassenkarte, die, das ist eine Zweier, die hatten wir eigentlich tatsächlich voll. Elfenbeintempel hatten wir noch nicht. Sehr gut. Die Kanalkarte hatten wir auf alle Fälle. Elfenbeintempel kann ich mich irgendwie auch dran erinnern. Die machen wir auch. So. Irgendwas Schlimmes drin? Aber nur ein bisschen weniger. Na gut. So, jetzt wollen wir mal verkaufen. Learn anything new. Das verkaufe ich, das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das verkaufe ich. So, Identifikationsrollen habe ich auch fleißig eingesammelt. Ich glaube... Obwohl, das ist echt Hammer, ne? Geschick und Intelligenz und dann nochmal zu allen und dann nochmal zur Intelligenz. Also, wenn man das braucht, also wenn man Schwierigkeiten mit den Attributen hat, ich sag mal, hier hat man sie alle auf mal. So, Schaden dazu. Zaubergeschwindigkeit. 13 zu allen Attributen. Was ist denn hier eigentlich so drauf? Bisschen Widerstand, aber das Leben noch drauf. Dann tun wir die mal weg. So, das hat sich aber ein bisschen überlegt. Das ist ein Supergürtel. 99 habe ich da aber auch. Ordentlicher Widerstand drauf. Nee, das ist sogar noch mehr Leben. Nee, gar nicht wahr. Ist ein bisschen weniger. Ist aber ein super. Der ist mal super gewesen. Ich glaube, das Ding kann weg. Der Kälteschaden, Blitzschaden. Gibt aber keinen, der Kälte und Blitzschaden macht, oder? Feuerwiderstand, Stärke und Geschick. Ich glaube, der kann weg. So, und da, ja, weiß ich gar nicht. Ist eigentlich ein super Ding. Irgendwie finde ich den super. Und so hortet man dann über die ganzen Jahre seine ganze Truhe voll. Weil man so Sachen findet, die eigentlich super sind, die man aber trotzdem nicht braucht. nee, ich glaube, das, obwohl theoretisch würde es funktionieren, aber ich glaube, der würde mir nichts bringen, weil ich ja keine Vergiftung mache. Der taucht ja erst auf, wenn du ausreichend Vergiftung. Dann müsste ich ja irgendwie mir noch was einfallen lassen. Dann müsste ich hier die noch mit Chance zu vergiften oder so ausstatten. Dann könnte das tatsächlich sogar noch funktionieren. Ja, für irgendein Bild. Aber ich habe schon so viele Sachen, die für irgendein Bild passen. Aber... So, die mache ich... Ich schmeiß jetzt mal da rein. Karte. Das wird auch noch eine spannende Herausforderung. So, da fange ich fang mit der Kleinen an, ne? Erstmal Elfenbeintempel. Gröll, guten Abend! Ich weiß nicht, ob wie das mit der Chance zu vergiften ist, wie das da aussieht. Ich kann es dir nicht genau sagen, ob das auch auf... Vor allen Dingen, ob das auch auf die Kreaturen, wie das sich da so... Das ist ja auch mal die Frage. Das ist übrigens eine ganz fiese Map. Finde ich. Also gerade am Anfang so. Jetzt ist das ja okay. Aber ich finde, die ist echt böse. Böse Map. Da dieses eine Stück, wo man nicht mit rechnet und mit einmal hat man das da mit unzähligen Gegnern zu tun. Total überraschend. So, wohin geht's denn auf? In beide Richtungen. So, einmal, einer ist hier gegen Frost. Das ist ja auch... Die stehen ein bisschen unglücklich. Dann nehmen wir natürlich hier Feuer. Und ich glaube auf der Seite auch, oder? Nehmen wir dann direkt da. Nehmen wir da Feuer. So, den werten wir einmal auf. Nee, den wollte ich nicht. Den will ich auch noch einmal aufwerten. So, und los. Weil also mit der... Ist auch mit der Adelstochter mittlerweile so. Ich sag mal, ich brauche im Prinzip, glaube ich, einen Treffer. Und dann... taucht der Herald schon auf. Da war wieder ein Grafikbug drin, ne? Oder? Irre ich mich da. Oh, den befallenen Kannibalen habe ich erledigt. Dass mal nichts ist. Stufanstieg! So, aber jetzt kann ich auch sterben.
Inkubator des Weissagers. Na gut. Und die guten Namenlederstiefel. Den setzen wir auch gleich ein. Was werde ich denn wohl... den werde ich definitiv noch behalten. Habe ich dann alle Truhen auf? Ja, habe ich. Da, viele Sachen würden mir ja gar nicht mehr angezeigt werden hier. Die hier rausfallen. Wenn ich den anderen Lootfilter einsetze. Kann ich also gar nicht machen. Au, 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 au. Der ist ja vielleicht besser als meiner. So, ich könnte ja auch mal wegen dem Stufenanstieg einfach mal kurz gucken. Ist da gerade Ruhe? Ja, sieht so aus. So, ich glaube, also ich sag mal, hier habe ich ja alles durch. Ich glaube, dass ich die... das ist mehr Schaden. Das ist ja nur Angriffsgeschwindigkeit, Angriffsbewegungsgeschwindigkeit. Das ist noch nicht mal mehr... Doch, ein bisschen mehr Schaden. Aber ich glaube nicht, dass mir das so richtig hilft. Tatsächlich glaube ich, dass ich das hier wohl machen muss. Leben haben wir sonst ja nirgendwo mehr. Ich glaube, da hatten wir letztes Mal schon mal geguckt, oder? Nee, ich glaube nicht, dass ich das will. Das glaube ich will ich auch nicht. Nee, das ist immer alles... So, das hilft mir ja auch nicht wirklich weiter. Die habe ich schon alle da unten. Was ist denn hier? So, und das nächste Mal wäre da unten irgendwie was. Oder da drüben. Ich meine, das ist natürlich 8%. Wäre ja auch einigermaßen schnell zu erreichen. 6, 8 und 6. Oder eben so ein bisschen Energieschild noch. Ich glaube, ich würde mich hier doch ein bisschen... Erstmal mal nehmen wir die... 1, 2, 3, die haben wir noch. Das geht am schnellsten. Und dann nehmen wir die anderen. Ja. Ach, ich finde, das ist ein Plan. Nee, die habe ich alle verkauft. Das habe ich... Ich habe so eine Rüstung... so eine Dinge habe ich... Die sammle ich ja nicht. Normalerweise schmeiße ich die gleich weg. Also, verkauf die. Ich könnte gleich nochmal gucken, ob ich noch welche in der Truhe habe. Muss mich gleich nochmal... Ich versuche mal dran zu denken jetzt. Ich habe ja das eine oder andere in der Truhe liegen, aber ich glaube, dass die alle keine Modifikatoren drauf haben. So, ich glaube, ich weiß auch gar nicht... Ich habe auch nicht geguckt, ob man die beim Händler vielleicht irgendwo kriegen kann, beim Ingame-Händler. Aber ich schaue gleich mal, ob da nicht noch vielleicht irgendwas ist. Aber ich sag mal, die, als ich das aufgenommen habe für das Händlerrezept, danach habe ich die gleich weggetan. Aber da habe ich sie auch verbraten gehabt, ne? Mal davon ab, aber... auch das, die Basaltflasche, glaube ich, die habe ich... Oh, habe ich die auch bewahrt? Ich glaube, ich habe die auch weggetan. So schnell war ich mit dem auch noch lange, noch nie. Oder doch, war ich wahrscheinlich schon mal mit dem durch. Aber das ist eine Weile her schon. Ja, das kenne ich mit den Sphären, mit einmal weg. Ja, das kenne ich. Bei mir sind das in der Regel sind das ja die Färbungssphären, ne? Weil ich mal wieder verzweifelt versuche, viele Konstellationen zu kriegen, die völlig untypisch ist für das Item. So, da hinten, das ist nämlich hier, ich finde, das ist echt eine miese Geschichte, weil sie damit einmal alle stehen. So, und dann ist man ganz fast tot. Gut, dass ich jetzt hier sterben darf. Oh, das ging echt fix. Also das Beschwören meiner Skelette dauert länger als die Zeit, die meine Golems brauchen, um alles dahin zu raffen. Das ist ja schön. Zumindest in so einer Map jetzt hier. Bei welcher Stufe sind eigentlich meine 18? Verzeihung, auch 18. Ein bisschen was muss ich noch.
Was ist denn hier? Guten Morgen. Oder, ja, guten Morgen. Ja, das war, ja, obwohl du, ja, da ist irgendwie was mit den 5 gleichen Items, wenn du die verkaufst, da gibt das irgendwie was, das stimmt, das könnte sein. Das müsste sein, wir können, ich guck gleich mal, was ich da, ich habe ja Fläschchen gesammelt, zumindest habe ich Lebensfläschchen gesammelt, das können wir ja auch mit denen mal simulieren. So, 50 Monster, wo sind die noch? Freunde, versteckt euch doch nicht vor mir. Ah. Da hinten könnten die noch sein. Da ist noch ganz viel, was ich mir noch nicht angeguckt habe. Auf dieser netten Sightseeing-Tour mit dem schimmligen Fußboden. Da ist aber auch nichts. Aber da bestimmt. Ja, jetzt geht's los. Also momentan ist das so, dass ich die Skelette und so, die beschwöre und die Flammenschädel beschwöre ich eigentlich nur, damit ich was zu tun habe. Also wie gesagt, ist ja super für die ganzen Blight-Inhalte, aber phasenweise schon ein bisschen zu entspannt. Ja, genau, irgendwie sowas. Das kann sein. So, wir wollen mal gucken. Ich muss jetzt erstmal hier. So. Das Ding kann ich definitiv verkaufen. Ich glaube, den kann ich auch verkaufen. Da wollte ich einmal ganz kurz drauf geguckt haben. Oh, 77 zu leben. 93 haben meine aber. Ja, Kredit brauche ich auch nicht. Nee, so toll sind die nicht. So, was ist mit dem da? Der ist auch nicht so ein toller Ring, war das nicht. Schade. Aber nimmt ja, was man kriegen kann. Käfigkarte habe ich schon. Mausoleumkarte habe ich auch schon. Flachlandkarte habe ich auch schon. Oh, da habe ich mittlerweile schon so ein bisschen zusammengesammelt. Kann losgehen mit Torstufe. Die müssen wir gleich noch machen. So, jetzt will ich doch mal gucken. Ich habe die doch unter 3, habe ich die alle gesammelt. 5 gleiche. Ich habe aber außer Lebensflaschen, ich habe aber sonst keine 5 gleiche. Ich nehme jetzt einfach mal hier die. Das sind doch alles die gleichen, glaube ich, ne? Geheiligtes. Nee, nicht da, da. Ja, also. 1, 2, 3. Das geht aber, glaube ich, nur bei den Lebensfläschchen, oder? 4, 5. Ne, das macht er da natürlich nicht. Ja, da kann ich das auch nicht machen. Ja, die sehen auch nur ähnlich aus. Das sind nicht die gleichen. Nee, sind nicht die gleichen. Das müsste auch bei Flasche funktionieren. Ja, ich glaube auch, das mit dem 5. So, und den Knochenhelm ist das nicht, den habe ich noch nicht gefunden. Den findet man ja später erst in den höheren Gebieten, wenn ich mich nicht irre. So, 5 mal das mit Kälte.
Ja, müssen wir mal gucken, welches ist denn das? Das ist Kältewiderstand, ja. Fünfmal? Achso, da, das ist. Ja, das stimmt auch. Das ist Kälte. Das ist Kälte. Das ist aber nicht. Doch, das ist auch Kälte. Doch, hast recht. Doch, Mann. War ich eben einmal drüber gefallen. Ah. So, 1, 2, 3, 4, 5. Need a map? So, sind ja völlig unterschiedliche, ne? Auch unterschiedliche. 4, 5. Ne, geht nicht. Sind das wirklich die gleichen Aquamarinen? Ne, das sind doch unterschiedliche Aquamarinen. Es war Kälteschaden, aber das ist ja Kältewiderstand. Das sind ja Saphir. Saphirfläschchen, das sind Lehrend. Stay inquisitive. Das System hakt ein bisschen heute hier. Achso, die will ich eigentlich dahin haben. Muss mal gucken, vielleicht finde ich ja noch ein paar Fläschchen. So, und der kommt da wieder hin. So, gut. Nächste Map. So, also, wir machen die nächste Map. Da, 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 da. Kartenlevel 5, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. So, schauen wir mal, was wir hier kriegen. So, wenn jetzt nichts fällt, was ich noch nicht habe, dann machen wir tatsächlich als nächstes die doppelten Bosse. Machen wir die erstmal. Ah, da erhakt. Er hakt heute. Obwohl ist das schlau, wenn das System heute hakt, die doppelten Bosse zu machen. Ach ja. So, ich kann noch so ein bisschen so Kurvenlinien kann ich ein bisschen laufen. So, erstens trennen die mich dann nicht. Bestimmt. Da ist bestimmt so. Was, jetzt geht das hier los? Nein, ich hasse das. Ich hasse das, wenn PoE das macht. Wobei man sich irgendwie dran gewöhnt, mit dem. So, die habe ich jetzt mal schon. Zirkeni, guten Abend! So. Mal gucken, sind ja auch noch gar nicht so viele Gegner hier. Das Schlimme ist, wenn ich die Grafik, also das war zumindest bei den letzten Malen so, wenn ich dann die Grafikeinstellung runterschraube, weil ich denke, es liegt an den Grafikeinstellungen, dass das System nicht mehr daherkommt, dann nutzt dann das gar nichts. So, mittlerweile habe ich ja auch den Prozessor mal gecheckt, wie es da mit der Auslastung aussieht, aber der ist immer so um 30-35% ausgelastet und das war's. So, alle Kerne, also keiner, dass da jetzt irgendwie einer irgendwie übermäßig wäre oder dass wenn ich so einen Ruckler hatte, habe ich dann immer gleich geguckt. Das bringt halt auch nichts gebracht. Also wenn, kann das ja höchstens sein, dass er tatsächlich das Spiel einfach für AMD so mal gar nicht irgendwie optimiert ist. Dass es damit zusammenhängt. Oder es muss irgendeinen anderen Grund haben. Aber ich wüsste jetzt so ad hoc nicht welchen. Die hatte ich, Igna Phoenix hatte ich noch nicht. Das verstehe ich gar nicht. Die taucht doch sonst ständig auf. So, leben noch alle? Ja, es leben noch alle. Und los. So, wenn ich jetzt ein bisschen rausgehe hier, dann bin ich gar nicht in Gefahr. Das ist auch eine schöne Gegend.
Klammer in der Hand. Ist da noch irgendwo eine? Oh, das ist der Obermutz. Aber keine Hand mehr, ne? Nee. Mm-mm-mm. Ah, das glaube ich. Die hier ist auch nicht so nett mit doppeltem Boss. Das stimmt. Das ist eine von den ein bisschen knackigeren. Eigentlich ist es nachher viel... So. Eigentlich ist es nachher ja auch viel Erfahrung irgendwie. Welche Mobs man richtig super laufen kann mit seinem Char, welche nicht. Wer was besonders schlimm macht, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat. Eigentlich. Klappt nur immer nicht so. Wo ich ja wieder bei meinen Screenshots wäre mit der Beschreibung, welche Map das genau ist, welcher Boss. Ich wollte ja auch, irgendwann hatte ich mir mal so die Idee gemacht, ich laufe einfach mal alle Maps mit den Endbossen und dann so als Guide, irgendwie so ähnlich wie die Händlerrezepte, dann bloß eben mit den Maps. Und dann ist mir ja Grinding Gear Games ein bisschen dazwischen gekommen, weil die das ja jedes Mal auch noch ändern. Das ist ja nicht nur, dass sie die Maps ändern und die Konstellation. Nein, auch die Bosse schieben sie hin und her. Oh. Und ein schönes Bernstein-Amulett. Und eine Knochenkrypta, die hatte ich auch noch nicht. Und auch gleich unidentifiziert, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, was ist denn das für ein... Das Amulett kommt mir bekannt vor. Sauergeschwindigkeit. Halt, wenn ihr blockt, wenn ihr blockt. Achso, das ist für diesen Block-Bild, glaube ich, ne? Mann, habe ich auch noch nicht. Traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht ran. Obwohl es auch viel von den Modifikatoren abhängt, ne? Das ist, ich habe am Anfang habe ich immer gedacht, also wenn man eine, wenn man mit einer Wahl gammelt, das ist immer gar nicht zu schaffen. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch bei den ersten echt Pech gehabt. So, weil es ja nachher eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man die richtigen, oh Blitzfeuer, oh das ist aber alles dabei, scheint mir. Bis auf, dann nehmen wir die. Und ich finde, also hier wäre die eigentlich fast noch ein bisschen besser. Da kann ich ja fast hier stehen bleiben. Ja, dann mal los. So, jetzt. Nee, das finde ich gut. Ich glaube, das soll auch sehr gut sein. Oh, die machen aber richtig Ärger hier jetzt. Leute. Das geht so nicht. Ach, Ringe wie verrückt, diese Liga. Ich weiß das gar nicht, was das so auf sich hat. Aber das ist auch unten in der Mine, finde man auch unheimlich viele von diesen Ringen immer. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich meine, Ringe sind immer schön, die kann man immer gut mitnehmen. Nehme nicht so viel Platz weg. Haben wir das auch schon. Befestigungskarte, die hatten wir aber schon, glaube ich. So, wie sieht es denn da eigentlich aus? Geht es hier irgendwie mal gefühlt weiter? Aber jetzt stagniert das gerade. So, doppelte Bosse kann ich ja auch noch nicht alle machen. Also, weil ich ja noch nicht Stufe 10 bin. Also, bis Stufe 10 Maps bin. Blighttune, das wird ja auch noch ein bisschen länger dauern. Öffnet Risse. 5 von 150. Oh, naja, ist ja was vor mir. Vorboten kriegt man gut mit den Sana-Missionen hin. Aber 150 sind ein paar. Aber da sind immer 2, 3 Stück. Gut, sind 50 Maps, ne? Genau das gleiche mit den Kriegshorden. Obwohl Generäle, weiß ich nicht, wo tauchen die auf?
Gut, das ist so eine Geschichte. Also mir fehlt eigentlich tatsächlich diese eine, dass da noch einer überbleibt. Die fehlt mir irgendwie. Ja, genau, die haben so eine Fläschchen. Also muss sie immer abklappern, ne? Die haben ja immer nicht alle. Man muss immer gucken, wer sie hat. Dann haben die nur eine oder zwei. Also fünf ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Auch wenn jetzt vielleicht nur zwei fehlen bei der Kälte. Dings. So, am jetzt, da sind nur noch zwei. Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Das wird mir nicht den Erfahrungsboost bringen, den ich eigentlich haben möchte. Habe ich fast die Befürchtung. So, die jetzt kann ich verkaufen. Verkaufen. Die erstmal alle weg. Und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz die Juwelen und die besonders guten Ringe an, die ich gefunden habe. Das waren gar nicht so viele. Das kam mir viel mehr vor. Oh, super Widerstände. Und dann noch ein bisschen physischen Schaden dazu. Fehlt eigentlich nur noch Leben. Das könnte man aber noch draufpacken. Ich glaube, den behalte ich mal. Ich weiß, wofür der mal gut ist. Nee, ich glaube, oh, ich habe noch so viel in der Kiste, in der Standardkiste liegen. Vom letzten Mal, wo ich auch dachte, ah, nimm mal mit. Wer weiß, das brauchst du bestimmt noch. Nee, den finde ich auch nicht so gut. Stay inquisitive. Ist egal, jetzt packen wir ihn erstmal ein. Ja, die ist schön. Ach, das ist eine schöne Map. Am Anfang wusste ich gar nicht, was ich da machen soll. Ich glaube, ich bin das Gebiet auch mehrere Male abgelaufen, weil ich dachte, nee, irgendwas muss da noch kommen. Da muss noch was kommen. Irgendwas muss da noch sein. Gerade mit dieser Geschichte mit den Portalen. Ach, das waren noch Zeiten damals. So, die wollte ich behalten. Die wollte ich auch behalten. So, da weiß ich gar nicht, ob ich den behalten wollte überhaupt. Mit Elementarfähigkeiten. Ah, 10. Ich glaube nicht. Was macht der Ring eigentlich? Ah, der ist auch nicht so toll. Die müssen wir noch machen. Die haben wir schon. Ja. Und Unikarte fehlen uns dann noch. So, interessanterweise, wenn man die nächste Sana-Mission gemacht hat, was muss ich denn dafür machen? Schließt die vom Schöpfer bei einer Stufe 5 oder höher ab. Also wenn man die irgendwie geschafft hat, dann hat Sana auch wieder andere Karten im Angebot. Doch, ich glaube schon, dass das irgendwie machbar ist, weil ja die Flammschädel eigentlich recht fix sind. So, die fliegen ja ganz schnell hinter allem so ziemlich hinterher. Also ich glaube da schon, dass das hinhaut. Von der Stufe 82 bin ich jetzt. Fast 83. Fast 83. Na, ich habe ja noch eine. Die habe ich ja noch nicht gelaufen. Dann laufen wir die jetzt. Die Sechser. Das ist die erste Sechser. Aber nicht identifiziert. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Also ich sag mal, die Hexe packt das auch. Glaube ich. Die muss das nicht ganz so linear farmen. Ja. So, dann glaube ich, dann mache ich das so, dann kaufe ich mir das, was mir dann am Ende tatsächlich noch fehlt, das kaufe ich mir dann über den Spielerhandel. So, wäre ja auch schön, wenn wir noch eine Blindmap finden, Stufe 2. So, für den Abschluss wieder heute, das hat mir gut gefallen, so, das ist ein schönes Ende. So von so einem Streamarm, so eine Blindmap. So, Schwester, Cassia, dann mach mal. Mach die Pumpe an. Kann ich ja schon irgendwas sehen gegen Kälte? Dann machen wir natürlich wieder meinen Liebling. Da kann ich jetzt aber gerade nicht. So, das Feuer. Und gleich, jawohl.
Man hat scheinbar auch gleich von Anfang an ein bisschen mehr. Das finde ich auch gut. Geht schon los? Ja. Ah, die sind aber sehr weit hinten. So, kann ich hier dann schon mal? Ne, dauert noch. Die finde ich immer gut. So, da kann ja auch nicht ein Monster hier irgendwie mal durchkommen lassen. Dass es hier auf 1 sinkt oder so. Ich glaube, da muss ich vielleicht doch nochmal... Also wenn das nicht so klappt aus Zufall und das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe das ja mal versucht zu steuern jetzt mit der Adelstochter. Ich muss hier vielleicht mal ein bisschen... außen... aus dem Ziel raus. Und vielleicht machen wir nochmal Feuer. Da ist ein bisschen was Knackigeres dabei, kann das sein? Ist aber ganz schön hartnäckig jetzt. Das waren die einzigartigen da, oder was? Die seltenen. Nee, die finde ich nicht so gut. Die könnten ja vielleicht was sein. Oh, 77 zu leben, das finde ich gut. Oh, eine Gletscherkarte. Stufe 5. Die hatten wir auch noch nicht. Mann, läuft heute. Läuft irgendwie. Schleppend, aber läuft. Ja, packt die auch. Bis Level 9. Das glaube ich auch. Bleibt normal, spiele ich. Bei der weißen Zahl auf dem Atlas. Nee, das will ich nicht. Nee, nee, nee. Ich weiß auch gar nicht, wo bin ich denn da gerade? Bei 14. Nee, das ist Sana. Mal gucken, June ist hier, ne? Bei 12 bin ich da gerade. Nee. Kommt ein bisschen auf den Schaden, mit dem man spielt. Also es gibt welche, wobei ich mittlerweile finde ich die gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt jetzt inzwischen. Auch diese fiesen Überfälle, die sind phasenweise gar nicht mehr ganz so schlimm. Also mittlerweile geht das eigentlich. Ich habe mich dran gewöhnt, dass sie da sind. Wahrscheinlich, wenn ich dann mich irgendwann mit ihnen angefreundet habe, dann werden sie wahrscheinlich aus dem Spiel gelöscht. Die wissen nur noch nicht, wie sie rausnehmen sollen. Deswegen wird sich die 4.0-Version auch so verzögern. Weil das war, also ich glaube schon, das ist, die fliegen raus in der 4.0-Version. Oh, Dickichtkarte. Die sind wir doch aber gerade gelaufen, wenn ich mich irre. Und nee, gar nicht. Das ist gut, da fallen jetzt auch tatsächlich gerade so ein bisschen die richtigen Karten. Also wirklich was, was uns auch noch fehlt. Ohne, dass es zu viel wird. Schlimm ist ja, dass man die irgendwie doch braucht. Selbst wenn man sie eigentlich gar nicht mehr machen müsste. Wobei, wie gesagt, also ich werde ja wahrscheinlich die Adelstochter noch hinterherziehen. Da muss man dann mal gucken, ob die sie sonst macht, die mir noch fehlen. Wenn sie denn, wenn ich sie denn finde, heißt das. Die dürfte ja dann auch soweit sein. Die fängt auch langsam an, Spaß zu machen. Und ich glaube, da geht auch echt noch was bei der. Nö, das bringt dir das. Mit der Tier 1 auf die Tier 6 Karte.
Nee, eigentlich ist das tatsächlich, ich glaube, das ist der Sinn. Also dieses Hochleveln ist schon irgendwie der Sinn, dass man so seine, ich sag mal, Karten, die man wahnsinnig gerne farmt, dass man die eben auf Stufe 6 hochlevelt, um da, ja, um, ich sag mal, da Erfahrung so einen besseren Loot zu finden. Das ist eigentlich so ein bisschen so, glaube ich, so ein bisschen so der gedachte Hintergrund. So, jemand, der sich da noch ein bisschen besser auskennt und so ein bisschen mehr auf Currency und so ein Kram aus ist, der wird ja wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen dazu erzählen. Warum das nun gerade irgendwie auch Sinn macht, welche Maps man nehmen sollte und so. Da gibt es ja auch irgendwie Tricks und Kniffe. So, haben wir den Endboss. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Mist. Ich bin dran vorbeigelaufen. Der ist doch da in der Mitte. Oh nein. Ah, ich wollte auch nur mal gucken, ob ich hier bei Cassia noch irgendwie was da. Da hatte ich ja noch nicht alles mitgenommen. Deswegen dachte ich, lauf's nochmal zurück. So, wann ist denn voll? Kriegsschreiber, fessel der euch einen anwesenden Gegner erhöhten Schaden. Aha. Haben die den umbenannt? Kann sein. Ja, die Sana-Quest, dafür musst du ja im Prinzip, oder? Weiß ich gar nicht, auf einer T16? Kann man das? Gut, dafür bräuchte man die anderen Dinger aber nicht unbedingt, ne? So, also das ist ja, irgendeine Belohnung muss es ja geben. So, jetzt schließen wir die mal ab hier. Nehmen wir das mit? Nehmen wir es mit? Nehmen wir es mit? Nehmen wir es mit? Komm, nehmen wir es mit. So, wo ist er denn? Da ist er doch. Da war er. Klops, vielen Dank. So, was habe ich da? Darf ich das mal mitnehmen? So, aber jetzt haben wir, glaube ich, noch ganz wahnsinnig viele. 39. Laufe ich für 39 zurück? Ja, ich laufe für 39. Ich laufe auch für 39 zurück. Ausnahmsweise. Weil heute Donnerstag ist. Da komme ich nicht durch. Oh nein. Na? So, kommt über den Daumen. Fast 39. Ja, 39. Oh, guck mal. Hat sich auch gelohnt. Na, nicht ganz 39, aber für 11. Die suche ich jetzt nicht. Ausnahmsweise. Aber auch ausnahmsweise, dass ich die nicht suche. Ja! Obwohl ich jetzt mit der Adelstochter plötzlich wieder Errungenschaften tatsächlich kriege, weil ich die ja noch nie durchgespielt habe. Was weiß ich, wenn man einen Boss und so erledigt, kommen wir mit einmal wieder diese Meldungen. Need a map? Ist schon spannend. Ich muss das ja wahrscheinlich irgendwann eines Tages. Ich weiß gar nicht, hat man eigentlich was davon, wenn man alle Errungenschaften hat? Also außer, dass man sich dann vielleicht gut fühlt. Neunundneunzig zu leben, aber so einen blöden Feuerwiderstand, ne? Naja, die Kreaturengärme sind da nicht so drin. Das Energieschild ist aber auch nicht so der Reißer. Und das Leben haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Nee. Weg damit.75, 5%, das ist nicht schlecht. 77 zu leben und 5% und dann noch Blitzwiderstand. Das ist gar nicht so schlecht. Weiß nicht, ob das jetzt am Ende mehr ist. Das ist ja ein reines Rechenexempel, aber der ist nicht schlecht, der. Den kann ich bestimmt noch brauchen.
So, den hätte ich verkloppen können. Der kann weg. Ja, das weiß ich noch nicht. Und der hat natürlich, also das mit Intelligenz, ich glaube, das, ich kenne da jemanden, der könnte das vielleicht brauchen. So, die hätte ich hier, brauche ich jetzt auch nicht noch verkaufen, die kriege ich nämlich nichts für. Aber die muss ich noch einsammeln, ja. Die 3% Feuerunterschied, den nehme ich jetzt gerade raus. Habe ich wahrscheinlich jetzt irgendwas ganz schnell verkauft, was ich nicht weiter verkaufen dürfte? Das kann durchaus geschehen sein. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas offen jetzt? Die habe ich auf alle Fälle noch offen. So, die habe ich auch schon. Da habe ich ja dann die Flussminion-Karte. Die habe ich definitiv noch. Da habe ich sogar zwei von gefunden. Da nehme ich natürlich die unidentifizierte, glaube ich. Sterben darf ich ja. Da ist nichts drin. Da war nichts. Da war auch nichts. Da war auch nichts. Da war nichts. Da war auch nichts. Die beiden. Fangen wir mit der Gletscherkarte an, ja? Vom Leben war das super, ja. Vom Leben war das super. Aber hatte weniger Energieschild. Deutlich, also nicht deutlich will ich jetzt nicht sagen, aber schon ein paar. Und die Kreaturen geben, also dann da. Ja, aber das war dann nicht so die. Also ich habe jetzt eigentlich aufs Energieschild geguckt, ne? Also es ist ja, die rechne ich so mental immer so ein bisschen zusammen. Und dann ist einfach die Kreaturengame, würde ich jetzt sagen, ist so der Vorteil. Wäre jetzt für mich so der Vorteil dann gewesen, auch wenn ich die nicht so mehr so viel einsetze da, die Freunde. Ist ja mehr so zur Beschäftigung meiner Person. Werden die Flammenschädel richtig losgeschickt. Ach, hier ist ja der Typ. Ja, ja, ja. Hier ist der Ziegenheini. Wenn er noch da ist, ist hier der Ziegenheini. Ach, ich glaube, wenn die noch ein bisschen schneller werden. So. Und dann natürlich ich mir den Loot-Filter noch ein bisschen anpasse. So, dass ich nicht mehr wegen jedem Item irgendwie stehen bleibe. Ich glaube, dann ist die gar nicht so schlecht vom Farmen. Also vielleicht nicht so der Super-Raser. So, man muss bloß ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht irgendwo stecken bleibt, wo es gefährlich ist. So, und sobald ich natürlich die 1000 Identifikationsrollen voll habe. Also, Bosskiller ist die echt. Also, das muss man der total lassen. Also, zumindest in diesem Bereich jetzt noch. Später wird man mal sehen müssen. Problem hat die natürlich jetzt hier, die Hexe, also weil das Nacherschaffen der Golem ja doch ein Momentchen in Anspruch nimmt. Also wenn da der Boss kommt, der sie alle mal schnell erledigt, dann habe ich ein Problem. Da fällt mir überhaupt ein, meine Zombies sind weg. So, den hat das bisschen Leben, Waffenkammerkarte. Aber die hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Level 2. Gut, aber da können wir mal versuchen, ob wir dann noch mal inzwischen vielleicht irgendwas richtig schön hochtauschen können. Die fallen ja nachher sowieso in Masse. So. Und an die Pumpe. Okay, die sind dann da. Ja, ich weiß gar nicht. Muss ich am besten ja. Oh, das sind aber ein paar. Nehmen wir Feuer. Ich weiß auch nicht. Nimm immer Feuer.
Also weil eigentlich kann die echt alles gut. So, also vieles. Bloß gezielt ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die Viecher schon so ein bisschen tun, was sie wollen. Nehme ich mal den Flammenwerferturm. Ich nehme heute mal Flammenwerfer. Ja. Ganz auf Flammenwerfer eingestellt. Komme ich ran. Also ich sag mal, Massenhorn kann sie gut erledigen. Der einzige Haken, wo man immer aufpassen muss, ist, dass sie halt nie so direkt in die Schusslinie gerät. Also dann, glaube ich, ist auch schnell vorbei. So, da auch nochmal gucken. Was hat denn da Schönes gehabt? Ein grünes Öl. Das hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Skarben, die sind neu. So, ob man dann wohl auch nochmal eine zweite erhabene Sphäre fällt in dieser Liga. Ob ich das noch erleben darf? Ich glaube, den habe ich jetzt auch schon das dritte Mal gefunden. Für jeden Turm? Ach du Schande. Da, Meister, herzlichen Glückwunsch. Endlich den Eiterbeulenhelm. Ich weiß nicht, da will sich so gar nicht so richtig so ein Neid bei mir einstellen, aber... So, und jetzt schreibst du mir bitte noch, dass du den jetzt gerade ausprobiert hast und dass der gar nicht so schlimm aussieht. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Na, immerhin. Der sieht vielleicht in echt gar nicht so schlimm aus. Also, vielleicht ist er doch ganz schick, wenn man den eine Weile trägt. Ist ja alles auch ein Gewöhnungsprozess. So, wo ist er? Da ist er. Und los. War vielleicht zu früh? Wo ist er denn? Ach, der lässt sich ja immer so viel Zeit, ne? Der braucht ja immer so seine Show. So, und weg ist er. Also kannst du mal sehen, nachher ist der schon, sind die schnell, ne? Aber das geht auch tatsächlich nur mit diesen Wal. Wobei, ich müsste vielleicht mal die Walskelette mal weglassen und mal gucken beim nächsten Boss, wie der sich so macht ohne das Ding. Das müsste man vielleicht mal ausprobieren, um einfach mal zu gucken. Aber ich weiß nicht, in dieser Liga sind die Dinger auch gefallen wie... also man hat richtig einen Eindruck, macht bloß ein entsprechenden Dings. Ich werde den nie wieder aussehen. Ja, das genau. So lobe ich mir das. Das darf man auch mit Stolz tragen. Ralf Namt. Weil du unten noch das Schwertsymbol drin hast. Welches Schwertsymbol? Ich bin, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Was für ein Schwertsymbol. Stehe ich auf dem Schlauch gerade. Ich habe keinen Platz mehr. Ach so, da, hab ich das immer noch? Habe ich tatsächlich immer noch drin? Ja. Mensch, wie kann das denn passieren? Das ist bestimmt das Update gewesen. Ich muss mal sagen, das ist das Update gewesen. Aber ist mir letztens auch schon passiert, ne? Na, will ich alles leugnen. Hier ist das Update gewesen. Ja, erstmal das Gegenteil beweisen, Freunde. Erstmal das Gegenteil beweisen. So, was haben wir da denn? Oh, oh. Oh, der ist schön. Da freut sich jemand drüber. Die jetzt hier nicht, aber... Ach so, ich habe... Es ist alles voll. Ich wüsste auch nicht mehr, wohin noch mit irgendwie... Also ich habe hier ja schon... Ich habe ja schon hier die Flammenschädel drin und da die Phantasma mit ein bisschen Unterstützung noch. Und dann habe ich ja hier die Schemen drin mit ein bisschen Unterstützung. Und die Skelette. Also auch hier habe ich schon kombiniert.
Da Flammenschwurzler, das Zaubern brauchst ja Stolz und Fleischopfer. Und hier sind die Dings. Ich weiß gar nicht mehr, wohin noch mit denen. Ich weiß, Zombies, die brauchen ja auch ein bisschen was. Ehrlich, ich weiß nicht mehr, wohin. Da ist die Dings drin. Ich müsste definitiv irgendwas rausschmeißen. Ah! Ja, nee, Romeo, ist schon klar. Fall mir ruhig den Rücken, ist schon klar. Stay inquisitive. So, ein Pestbeulenhelm hast du dir verdient. Oh, den habe ich, ja, den habe ich schon, habe ich doch gesagt. Ich habe den schon dreimal gefunden. Das blöde Ding. Learn anything new. May your maps be merciful. Ja, Romia war so nett, mich darauf hinzuweisen, aber ich glaube, das ist mir letztes Mal schon mal passiert. Da habe ich das auch irgendwie gespürt, aber habe es dann wieder vergessen. Da könnte es aber tatsächlich auch ein bisschen dran liegen. Wobei so richtig stecken bleiben. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht, warum die nicht stecken bleibt. Das ist eigentlich viel eher die Frage. Weil die eigentlich müsste sie immer in den Monsterhornen stecken bleiben. So, die Waffenkammer hatte ich ja schon. Schatzkammer hatte ich auch noch nicht. So, die müssen wir auf alle Fälle aber dann golden machen. So, das Ding ist nicht so schön. Fragmente habe ich da noch. So, wenn er das ein bisschen durchsortieren würde, dann würde ich auch nicht immer irgendwas übersehen in dem Blöden. So, grün haben wir. Der ist nicht so doll. So, und den finde ich ja gut. Den finde ich gut, ja. Da wollen wir doch mal gucken. Da müssen wir die natürlich auch jetzt noch golden machen. Ist noch nicht identifiziert. Geht ja natürlich noch nicht. Ne, aber trotzdem. Ich brauche die in Gold. Brennenden Boden. Sehr schön. Ja, aber die Solarwache wird ja nicht durch den physischen Schaden versteckt. Deswegen nehme ich die nicht. Weil die wird ja hier, die machen ja physische Schadensverstärkung. Das ist eigentlich so ein bisschen so der Hintergrund gewesen. Bleibt man nicht stecken, wenn man die Taste gedrückt hält, weil bei den, du bleibst doch bei Gegnermobs, bleibst du doch normalerweise, bleibst du doch stecken. Die stehen ja doch im Weg, eigentlich. So, Flussmündung. Schöne Karte auch. Finde ich. So, die beiden machen wir heute übrigens noch. Schon mal so angekündigt. Ja, warum bleibe ich nicht stecken? Also so, normalerweise bleibt man doch stecken, wenn man Widerstand hat. Ich habe jetzt ja auch keinen Dingstrank hier, kein Schemenform habe ich ja irgendwie nicht. Das hat mich eigentlich am Anfang gewundert. Ich wüsste auch nicht, dass ich das irgendwann mal im Fertigkeitsbaum irgendwo mit ausgewählt hätte, dass ich nicht mehr stecken bleiben kann. Viermal Kartenstapel. So, ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie oft ich mit meinem Frostklingenschatten in der letzten Liga gestorben bin, weil ich immer stecken geblieben bin. Irgendwo. Und der nicht mehr schnell genug wegkam. Aber normalerweise müssen sie mal ein bisschen stecken. Also, nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ruckeln, mal so stehen bleiben. Aber ich kann ja hier so mitten durchlaufen. Oder aber, naja, obwohl, das sind vielleicht noch nicht genug Gegnerhorn. Meistens war es ja auf so einer Brücke. Wir testen das. Guck mal, ich schaffe ja halt vielleicht sogar noch den Stufenanstieg, wenn das so weitergeht. Noch ein. Eine Grabungsstätte habe ich auch noch nicht, die Karte. Ah, jetzt geht's aber los hier mit den Karten, die ich noch nicht hatte.
So, wobei ich die Schemen und so, ich glaube, aber die Schemen könnte ich rausschmeißen. Die Zombies brauche ich eigentlich noch. Die Schemen und den Rest könnte ich eigentlich rausschmeißen. Theoretisch. Weil die nehme ich ja nur mit, falls die Hunger kriegen hier. Damit sie mich nicht auffressen. Oh. Mann, das jetzt geht's aber los hier. Ja, ich muss meinen Lootfilter anpassen. Ich glaube, das wird echt langsam sein. Also zu morgen passe ich meinen Lootfilter an. Versprechen tue ich es nicht. Aber ich nehme es mir vor. Oh. Dass vielleicht nicht mehr ganz so viel fällt. Weil es hält mich natürlich... Ich weiß auch gar nicht, Identifikationszone. Ich habe auch lange nicht mehr geguckt, wie viel ich schon habe. So, Cassia singt schon wieder immer lauter. Oh, und los. Mann. Na, gar nichts, aber da fällt Doppeltes raus. Will ich denn den überhaupt? Ja, den machen wir wieder Feuer und da machen wir Feuer. Das heißt, das mit den Türen muss ich mir mal angucken. Ne? 20.000 pro Turm, das ist ja... Kriegst du ja theoretisch dann auch nur in den Blight Maps hin. So, dann werden wir gleich mal hier ein bisschen aufgestockt. Naja gut, ein bisschen hartnäckiger werden die. Habe ich so einen Eindruck. ...200.000 pro Turm. Ja, da ist man eine Weile mit beschäftigt. Aber ich glaube, da die 24... Also, die reichen mir dann, glaube ich, auch. So, Stufe 16. Ich glaube, die 24 reichen mir dann auch. Also, die 36 bin ich auch nicht scharf drauf. Ich glaube, die schaffe ich eh nicht. Das sind ja so die Aufgaben, wo man dann sich wirklich auf 36 irgendwie... hinarbeiten. Was war das denn für ein Biest? Einzigartiges Bleibmonster. So. Wahrscheinlich. Der Gesang ist wahrscheinlich dabei in Endlosschleife. Die weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht geguckt. Müsste ich eigentlich mal gucken. Also ich könnte mir auch nichts Schöneres vorstellen. Das brenne ich mir dann auf eine CD. Und dann zum Einschlafen. Ja, die Extended. Cassia Extended Version. Morgen geht's weiter. Morgen 21 Uhr. Morgen mal gucken. Morgen denke ich mal, machen wir auch, also zumindest ein bisschen länger. Also 23:30 oder so. Ich muss noch mal gucken. Also wenn ich das schaffe, werde ich mal gucken, dass ich mir vielleicht noch die eine oder andere Map irgendwie zusammenkaufe, die mir noch fehlt. Und dass wir die dann noch abfallen. Ich denke mal, da machen wir morgen auf alle Fälle die doppelten Bosse. Dass wir die schon mal wenigstens weg haben. Da fallen ja vielleicht auch nochmal die eine oder andere Map. Und ja, das ist soweit der Plan. Ja, dann bis morgen. Also wenn da nichts dazwischen kommt, dann sehen wir uns morgen. Angenehmen Restabend noch. So, hier war mit einmal was los. Guck mal, jetzt hat es so ein bisschen gerugelt, ne? Ich weiß nicht. Oder das werden jetzt einfach immer mehr Monster. Ne? Muss ich echt mal gucken, dass ich vielleicht doch... Ja, ich weiß aber nicht. Aber das habe ich jetzt erst seit heute, ne? Seit dem Update.
So, oh, jetzt muss ich auch mal hier ein bisschen aufpassen. Ich wollte mich hier einfrieren. Oh. So, jetzt haben wir ein bisschen Unterstützung. Dafür haben wir sie ja. Arena. Oh, ging auch ohne. Ging tatsächlich auch ohne, ganz gut. Also es geht dann schon. Harlequin-Maske? Nee. 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 Könnte ich höchstens mal so mitnehmen, ne? Ah, ich habe eh keinen Platz mehr. Das ist ja praktisch. Wie viele Monster sind denn hier noch? Wie viele Gegner? Über 50. Da fehlt mir noch der Rückweg. Da hinten ist noch ganz viel. Muss ja. Mein Chaos ist im Keller. Mein Chaoswiderstand? Oder was meinst du mit mein Chaos ist im Keller? Ja, obwohl um den schere ich mich eigentlich nie. Das habe ich noch nie gemacht. Also am Anfang mal, aber meistens ist es ja ein Problem, wenn du alle Widerstände oben haben willst und dann noch viel Leben haben willst und viel Rüstung oder was auch immer du in dem Moment dann gerade brauchst und dann auch noch Chaos, das wird dann, manchmal wird das auch dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Der Schaden, der muss ja auch entsprechend sein und deswegen, also Chaos braucht man ja glücklicherweise eigentlich relativ selten. Das ist dann so ein ja, so ein Ding, was, also was ich dann persönlich dann am ehesten vernachlässige. So, den habe ich doch auch schon, oder nicht? So, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie. 239% an Energieladung. Pro Energieladung. Das muss irgendwie was neu. Also zumindest hatte ich das noch nie. So, wie ist das mit den Dingern da? Nö. Nee, Feuerschaden brauche ich da nicht. Und der? Nee, das brauche ich auch nicht. Nee. Good luck with your mat. Ach, da wird Chaos-Schaden angepasst. Na, ich bin mal gespannt. Wer ist home? Guten Abend. Da bin ich mal gespannt. Nuki, gute Nacht. Schlaf schön. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht merkt man das auch gar nicht. Also ich meine, Chaos-Schaden kommt ja auch... Eigentlich kommt Chaos-Schaden ja wirklich selten vor, dass man den einstecken muss. Sonst hätte ich ja... Also mit Energieschild hast du ja sowieso schon Schwierigkeiten eigentlich. Es sei denn, da machen sie auch noch irgendwie was. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich habe da jetzt noch nicht so den... Ich weiß, da gibt es natürlich nachher auch noch so ein paar, die wollte ich noch gemacht haben, ne? Schatzkammer wollten wir auf alle Fälle noch machen. Ich weiß, da gibt es natürlich nachher auch noch so ein paar, ja, einfach darin. Ja, ach, das ist ja ein Ding, die habe ich schon. Und schwupp. Da gibt es nachher so ein paar Bosse, die da echt knackig sind, gerade mit Chaos-Schaden, echt fies unterwegs sind. Gut, aber da müsste man da vielleicht Chaos-Fläschchen tatsächlich mal mitnehmen. Nee, so toll ist der nicht. So, jetzt kommt noch die Schatzkammer. Die Schatzkammer. Tada! Oh, 84? Ja, das muss ich aber morgen machen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr heute. Ah, brennender Boden. Ich habe vergessen. Oder habe ich, nee, hab ich noch vom letzten Mal. Das kriege ich auch immer so auf die Mütze, weil ich hier meine Schadensreduktion noch nicht eingestellt habe wieder. Everything dies. So, die Identifikationsrollen lasse ich jetzt da. Ich habe aber, nein, die nehme ich immer mit. Oh, das will ich haben. Oh, das will ich auch haben. Und ich könnte dann zum Morgen auch nochmal gucken, ob ich noch ein bisschen was eintauschen kann.
So, wo ist der Hebel? Da. Das war Nummer 1. Hier bin ich mal gespannt. Da kommen ja erst diese komischen Guardians. Ich weiß auch gar nicht, ob es da diesmal wieder so eine merkwürdige Herausforderung gibt. Die war beim letzten Mal auch so komisch. So, dann mal los. Machen wir erstmal das. Damit ich ja die 200.000 voll kriege. Dann machen wir jetzt nur noch Feuer. Ich mache jetzt nur noch Feuer, obwohl das nicht so schlau wäre. So, und da machen wir auch Eis. Und da mache ich Blitz. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und da mache ich, ich weiß gar nicht was. Nehmen wir den. Oh, es geht schon los. So, machen wir da mal, ich weiß nicht, nehmen wir mal die. Und das, wobei ich hier wahrscheinlich den Bereich erhöhen müsste. So, und jetzt warten wir einfach ab. Ich weiß auch gar nicht, ob man verschiedene von diesen... Ich glaube, man kann auch verschiedene von diesen Dingern nehmen, ne? Von den Opferfertigkeiten. Das wäre natürlich auch nochmal eine Variante. Mach ruhig das. Na, da wollte sich einer durchkämpfen hier. Guck mal, die hier vorne noch so alleine laufen, das sind denn die richtig fiesen. Ja, ich gebe alles. Ich gebe alles. Oh, ich habe tatsächlich mal Schaden gekriegt hier. Vielleicht klappt es ja diesmal. Eine Sporenwolke. Das klappt da vielleicht doch tatsächlich mal ganz aus Versehen mit dem. Ah, da hinten ist schon zu. Gut, dann können wir ja aller Ruhe. Hier, die werte ich noch schnell auf. Oh ja, mach ich. So, das. So, was haben wir denn da? Ah, wie immer, ein paar Ringe. Das finde ich gut. Das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Die können wir eigentlich auch nochmal schnell aufmachen. Ah, nicht richtig angepasst. Ja, hat es ja auch nicht wirklich gelohnt, aber war nett. Chaosphäre, da sollte ich doch die eine oder andere bekommen. Protektor ernannt. Ich weiß gar nicht, ob der... Es kann natürlich sein, dass der mal wieder hakt. Ich weiß es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist ja auch die letzte Minute. Ich teste den mal aus vor morgen. Es könnte natürlich sein, dass der mal wieder rumspinnt. Wobei mich das immer wundert, weil ja der Chat eigentlich noch geht. Das ist eigentlich, ich muss mal gucken, ich glaube, das ist tatsächlich, eigentlich ist das das Gleiche. Das war aber im letzten Mal, da war das aber auch so, ne? Dass der Chat ging, aber der ganze Rest ging irgendwie nicht mehr. Also einmal ging er heute. Oder vielleicht hakt mein Internet auch. Also ich weiß nicht, Path of Exile macht hier ein bisschen Ärger bei mir. Vielleicht ist da auch irgendwie was, dass das nicht ganz so läuft, wie das gerne laufen sollte. So, meine ganzen Zombies sind überhaupt weg. Die hat die Pestsporenwolke gefressen. Da war auch noch eine. War auch echt was los diesmal. Ja, obwohl das nur etwas war. 7 Monate bist du schon dabei. Wo sind, doch der eine oder andere ja echt schon 7 Monate dabei ist. Krass, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon chatte. Ich habe das ja, ich sag mal, alle Meldungen über 3 Monate habe ich ja auch ausgeschaltet, einfach weil. Damit ich sehe, dass ich älter werde, ne? Nein, nee, weiß ich gar nicht. Ich guck mal, das muss ich morgen mal wieder antesten oder so. Wir hatten das ja schon mal, dass das mit einmal gar nicht ging. Immer bei den wichtigen Meldungen natürlich geht es nicht. Haha.
Ja, willst du doch auch gar nicht wissen. Aber da gab es gestern auch irgendwie Schwierigkeiten. Ich habe auch, wollte gestern auch irgendwie was an der Verbindung mit Twitter umstellen. Da ging auch irgendwas so gar nicht irgendwie. Da kriegte ich nur irgendwie so eine ganz komische Fehlermeldungsseite, die, glaube ich, auch nicht so ganz richtig war. Ja, obwohl ich am Anfang der Lehre habe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten gehabt. Also das muss ich echt sagen. Das geht. Heute ist der erste Abend und das sind auch nicht so schlimme Lecks, wie ich sie sonst teilweise schon hatte in dem Spiel. Deswegen weiß ich das gar nicht, woran das jetzt liegt. Ich habe einen Riss geöffnet. Ah, der schließt sich auch wieder. Sicher? Ach ja, stimmt. Nee, hast recht. Bin ich auch drüber gelaufen. Nee, stimmt. So, wird auch Zeit fürs Betty gleich, glaube ich, bei mir. War echt komischer Tag und es ist auch echt schon wirklich spät. Obwohl, so spät ist das gar nicht, ne? Aber war ein komischer Tag. So, aber ich befürchte fast, der hat nicht auf mich gewartet, der Riss. Nee, so wie das aussieht, hat er nicht gewartet. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Irgendwas fehlt mir ja definitiv wahrscheinlich noch. Ich glaube, ich habe noch nicht alle auf, oder? Obwohl das gut aussieht. Mal gucken. Doch, ich habe alle auf. Ist da noch irgendwie? Nee. Nee, das ist die letzte heute. Und jetzt geht's wieder. Das ist ja merkwürdig, oder? Vielen Dank für ein Follow. Das ist doch merkwürdig. So, ich habe jetzt aber nichts rumgestellt oder so. Die werden jetzt bestimmt alle, guck mal, wird jetzt alles nachgeholt. Er hat sich das alles gemerkt, nichts wird vergessen. Ja, vielen Dank. Aktuell im 7. fortlaufenden Monat. Das kommt dann ja so nach und nach. Ich weiß gar nicht, man kann es auch, also theoretisch gibt es auch so eine Funktion, ich könnte das auch für temporär, könnte ich das ausstellen und dann würden die alle nachträglich abgespielt werden. Wenn es jetzt gerade eine spannende, in irgendeinem Spiel eine spannende Story ist, die man sich jetzt angucken will oder sowas. Ja, eine Map geht noch. Ja, ich kann das. Ach, eine kannst du auch schnell machen. Nochmal schnell vom Schlafen gehen. Eine Map. Ach, eine geht doch noch. Ach, noch eine mehr. Ich kenne das. Ist ja nicht so, dass ich das nicht so gar nicht so kennen würde. Es geht auch so schnell. Man vergisst auch so total die Zeit. So, die haben wir abgeschlossen. Ich weiß auch gar nicht. Naja, hier sieht es jetzt nicht so. Ah, 33 immerhin schon. So, also was richtig Dolles haben wir heute nicht gefunden. Da waren so ein paar kleine, nette Sachen, bei denen man noch nicht weiß, wofür man sie brauchen kann, aber die man sich erstmal hingelegt hat. Sowas war schon dabei. So, gut, dass ich die Identifikationsrollen immer mitnehme. Das tröstet mich dann auch immer so ein bisschen. So, was haben wir denn da? 600, oh, wir sind schon ein bisschen besser. Ich glaube aber, ich könnte tatsächlich vielleicht demnächst mal. Also ich muss echt mal gucken, dass ich den Lootfilter doch nochmal ein bisschen umstelle. Hm. Naja, ach, ich glaube, die können weg. Nee, zerstören wollte ich die. Ich wollte die nicht verkaufen. Er meint dann immer, ich will dann Susanna. Kennt er, weiß er schon. Weiß er schon. Dickichtkarte. Ja, hatten wir doch schon. Wusste ich. Kanal haben wir schon. Hochebene. Haben wir auch schon gehabt. So, gut. Ja, genau. Ich kenne das.
glaube, wahrscheinlich hat es deswegen so ein bisschen geruckelt. Ich glaube schon, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Gute Nacht, Austin, bis morgen. So, ich guck noch mal. Ich will noch mal gucken, ob noch ein anderer Streamer für diejenigen von euch, die noch ein bisschen irgendwas gucken möchten. Schauen wir mal, ob wir noch einen anderen PoE-Streamer finden heute, der noch online ist, oder ob die schon alle schlafen. Wir gucken einfach mal. Ja. Schauen wir mal. Mal schauen. Also an all die da waren, sage ich schon mal vielen Dank für einen netten Abend. Auch wenn es ein bisschen drunter und drüber war heute. Aber ich glaube, das hat man eigentlich gar nicht gemerkt. So, war ja auch nicht viel anders als sonst. Aber morgen Abend, 21 Uhr, geht es dann weiter. Würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere da von euch dann reinschaut, Lust und Zeit hat. Und wir werden einfach mal gucken. Ein paar Maps müssen wir machen. Ja, was soll ich sagen? Auf alle Fälle. Bis später. So, und ich guck mal, ob hier nicht noch irgendeiner tatsächlich vielleicht noch streamt. Und so, wenn ich das dann finde. Aber das wird immer schwieriger. Die rutscht immer weiter nach unten. So. Und obwohl 10.226 Zuschauer gerade. Das ist gar nicht so schlecht. So. Da ist gerade Pause. So. Wer ist denn da sonst noch? So, ich weiß gar nicht. Sollen wir nochmal... sollen wir nochmal zur Grubenmaus heute gehen? Oder wollen wir Fussel live mal besuchen? Fussel live waren wir noch gar nicht drin. Können wir eigentlich da mal reinschauen, oder? Grubenmaus. Okay, dann machen wir die Grubenmaus. Ah, da war das Zeichen wieder falsch. So. So, dann mal. Ja, wie gesagt, vielen Dank und dann hoffe ich einfach mal bis morgen.